Ich bin der Klaus Männer-Hartmann. Wer mich noch nicht kennt, ich habe fast alle Funktionen im Verein, im damaligen SG Overspree, ausgeübt. Bin ein gelernter Werkzeugmacher und habe ein Studium als Diplom-Ingenieur. Mehr gibt es eigentlich zu mir nicht zu sagen, wie ich zum Fußball gekommen bin. Und zwar sind wir nach der Schule, Schulschluss, hatten wir immer die Möglichkeit, ein bisschen uns zu betätigen, außer Fußball war damals nichts. Und da haben wir, auf dem freien Platz haben wir dann irgendwie eine Mappe hingelegt als Tor. Und dann wurde mit dem Tennisball, damals haben wir gesagt, geknödelt. Ja, und derjenige, der nun den Tennisball hatte, war immer der King. Von großen Bälle hatten wir ja nicht geträumt. So, und da hatte ich mich dann nun entschlossen, das auch ein bisschen vereinsmäßig zu machen. Ich fing zum Beispiel an, damals bei Union noch, in der dritten oder vierten Schülermannschaft. Da war ich so ein kleiner Stift. Da habe ich da gespielt. Und manchmal habe ich so einen riesen Menschen vor mir gehabt, der schon vielleicht 14 war. Ich habe ihm da gespielt. Ne? Und bin dann gewechselt zur SG Overspree. Und zwar zur SG Overspree 1951. Und Overspree, muss ich sagen, war damals einer mit der führenden Vereine in Berlin, mit der Jugend. Ich war damals 14 Jahre. 14 Jahre und da gab es nur eine Schüler, eine Jugend und eine Junioren. Was andere, die haben so unterteilt wie heute, war es da nicht. So, und da fing ich also bei Overspree in der Schülermannschaft an. Und bin dann geblieben, bis in die Männer rein. Für mich war es eine Ehre, in diesem Verein in die Männer zu spielen. Habe dort mit den zweiten Männern angefangen, aber nach einem Jahr kam ich dann schon in die ersten Männer rein. Und bin dann ab Alter 32 in die alte Herren gegangen. Ich habe, trotzdem ich Rechtsfuß bin, seitdem ich in die Männer reinkam, als linker Verteidiger gespielt. Warum es so war, weiß ich auch nicht. Das war meine Stammposition. Ja, ich muss sagen, ich war eigentlich ein unbequemer Spieler früher. Muss ich zugeben, aber auch viel Platzverweise bekommen und so. Also das muss ich zugeben, ja. Wir haben damals wirklich bloß Kreisliga gespielt. Mein größter Wunsch war, mal aufzusteigen. Das ist uns nie gelungen. Knapp vorm Aufstieg vorbeigeschrammt, ja. Also wir waren ja immer mit in der Spitzengruppe drin, aber haben, wie gesagt, nie das Ziel erreicht, den Aufstieg. Aufgestiegen sind wir damals mit unserer AK 32, also alte Herrenmannschaften, bis in die Bezirksliga rein. Da haben wir zusammengespielt mit Chemie Schmöckwitz, mit Grün-Weiß. Also es waren schon schöne Spiele, die wir damals als alte Herren gemacht haben. Das war schon schön. Da sind wir auch aufgestiegen mit SSV Köpnick zusammen auch. Ja, das war schon schön. Ja, die größte Enttäuschung war für mich, dass wir damals von unserem Spielplatz das sogenannte Ernst-Hehlmann-Stadion in der Wuhlheide runter mussten. Und dass dadurch der gesamte Verein in sich zusammengefallen ist. Also das bestand die Gefahr, dass dieser Naturrasenplatz laufend von Wildschweine zerwühlt wurde. Und dass das Bezirksamt einen unheimlichen Aufwand betreiben musste, um diesen Platz wieder neu herzurichten. Und man war damals nicht in der Lage, um diesen Platz einen Zaun zu machen. Oder einen Kunstrasenplatz daraus zu machen. Hatte man nicht. Weil man der Meinung war, das Bezirksamt, wir haben hier noch Plätze in Köpenick, da brauchen wir nicht noch einen zusätzlichen Platz. Das war für mich also die größte Enttäuschung, die ich im Verein erlebt habe. Naja, wie gesagt, damals wurde das alles viel gemütlicher gemacht. Es war mehr Zusammenhang im Verein. Das heißt also, die dort ansässigen Spieler hatten nun die Interesse, wirklich Fußball zu spielen. Und sich an jedem Wochenende auch freizunehmen für den Fußball. Das war für mich eigentlich mit das Markanteste in der damaligen Zeit. Ja.
Und wo Inges heute jetzt so ist, da, wie gesagt, da wird hergekommen, wird Fußball gespielt, wird geduscht und dann geht's los, wieder nach Hause. Das war damals nicht. Es war gemütlicher. Wir hatten da auf dem Platz ein Vereinsheim. Da haben wir uns dann nach dem Spiel zusammengesetzt, haben auch mal unser Bierchen getrunken. Es war eben gemütlicher. Ich würde mich auch freuen, wenn wir jetzt hier bei uns im Verein ein bisschen mehr nach dem Spiel Zusammenhalt hätten. Ja? Und nicht gleich in Autos rein und weg. Das gefällt mir nicht. Natürlich gibt es nicht bloß eitel Sonnenschein im Verein. Das ist auch klar. Es gibt doch mal Phasen, wo du sagst, zum Beispiel, wo ich mich ärgere über unsere Entwicklung unserer Herrenmannschaft, da ärgere ich mich ein bisschen. Ja, weil das da nicht so richtig weitergeht, wie ich mich das mal vorgestellt hatte. Denn ich wollte auch, dass wir dann mal höherklassig spielen werden. Ja? Also nicht bloß Kreisliga, sondern vielleicht mal Bezirksliga. Ja, ich erwarte eigentlich nur vom Spieler, dass er, das war jetzt ein bisschen hochtrabend gesagt, Sonntag zur Verfügung steht für das Spiel und für Training. Ja. Mehr erwarte ich eigentlich vom Spieler nicht. Und bevor ich Spieler werde, so ging es mir damals, muss ich mir darüber im Klaren sein. Was wir uns hier geschaffen haben als Kreisliga-Verein, das siehst du ja selbst, das ist unwahrscheinlich. Und das ist mit einem Verdienst unseres Vorstandes. Wir führen jedes Jahr große Jugendturniere hier durch, ein großes Jugendturnier mit hoher Beteiligung von Berliner Mannschaften. Wir sind im BFV, Berliner Fußballverband, geachtet als Verein, auch aufgrund unserer Entwicklung, die wir genommen haben. Und wenn man sich die ganzen Umwelt oder die ganzen Bedingungen jetzt hier im Vereinheim ansieht, sieht man ja, was hier geschaffen wurde. Ja, da muss ich sagen, Hut ab. Ich bin der Meinung auch, dass wir mit unserer Entwicklung als Kreisliga-Verein schon zu weit fortgeschritten sind. Dass wir uns nicht in Zukunft übernehmen werden. Ja. Das sind also meine Bedenken, die ich habe. Denn wir haben ja im Vergleich zu anderen Vereinen sind wir wirklich hoch entwickelt hier. Ob es mit der Technik ist hier oder was. Also wir sind hoch entwickelt. Und davor habe ich Bedenken, dass das nicht sich die Entwicklung zu schnell voranschreitet. Dass einer von den führenden Leuten hier im Verein rausfällt und dass dadurch dann wieder ein ganz schöner Rückschritt entstehen könnte. Und diese Arbeit hier fortzusetzen, die jetzt der Vorstand betreibt, die ist enorm, ist gewaltig und zukunftsorientiert, auf jeden Fall. Aber wir hoffen, dass wir das aufrechterhalten können. Und jetzt mal ein bisschen Ruhe treten. Das ist meine Meinung. Ja. Das weiß aber Max, dass ich darüber denke. Ehrenamt, wenn wir keine Ehrenamtlichen hätten, würde es auch kein Fußball und kein Sport geben in Berlin. Das ist meine Meinung. Ja, für mich war es eine Selbstverständlichkeit, dass ich alles ehrenamtlich mache. Ich habe nie aufs Geld geguckt. Für mich war es wichtig, dass ich meine Interessen, meine persönlichen mit dem Sport verbinden konnte. Und da war für mich also Geld keine Frage. Und ich will mir auch ein, dass gerade dieses Vereinsleben, ob das nun Jugendlicher ist oder Erwachsener, der formt den Menschen. Ja, am besten ist, wenn du siehst, was wir an Vorständen hier haben, Max, mein Freund René und so, die haben sich, der Max hätte sich wahrscheinlich ohne diesen Verein nie so entwickelt, wie er jetzt ist. Muss ich mal ganz eindeutig sagen. Ja. Und er hat das. Durch dieses Vereinsleben habe ich Max oft gesagt, hast du dich kolossal weiterentwickelt. Und so werden sich Jugendliche, deswegen rate ich meine Enkelinnen und Enkel auch dazu, im Vereinsleben einzusteigen. Weil im Vereinsleben lernst du Kameradschaft, du lernst dich untereinander zu verstehen, auf anderen Rücksicht zu nehmen. Das lernst du alles, wirst nicht egoistisch, das lernst du alles im Verein. Ja. Das ist für mich auch sehr wichtig. Ich muss dazu sagen, dass ich jederzeit den Gedanken hatte, den Verein weiterzuentwickeln.
egal, was da auch dazwischen kam, mit dem Runterwurf vom Stadion da in der Wuhlheide und so. Es hat mich alles nicht geschreckt. Ich habe gedacht, ich mache weiter. Und bin eigentlich der einzelne Zurückgebliebene noch von damaligen Zeit, alt SG Oberspree, die sich hier ein bisschen etablieren konnten. Ich bin geehrt worden vom Verein, vom Verband. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen und bin dem Verein auch dankbar, auch was sie jetzt zur jetzigen Zeit mit mir machen, ja, dass ich hier hin und her teilweise gekutscht werde. Und ich bin, wie man schön sagt, mit diesem Verein verheiratet. Fußball war mein Leben, ist mein Leben und wird mein Leben bleiben.